geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Elias KV und zwar heute mit einem ganz anderen Video. Und zwar heute zeige ich euch, wie man bei seinem Moped, Motorrad, was auch immer, sein Nummernschild einfahren kann und verstecken kann. Und eine Sache vorweg, es ist illegal. Also selbst wenn ihr das nur in eurem Fahrzeug dran habt, wenn ihr das gar nicht benutzt, wenn das nur da dran ist, ist es schon illegal. Aber wir wollen das natürlich nicht auf öffentlichen Straßen fahren. Also ist ja schon bewusst, ne? Wir brauchen das natürlich nur dafür. Wir wollen hier einen kleinen Film drehen. James Bond mäßig, dafür brauchen wir das, also nur als kleine Filmrequisite, mehr brauchen wir das ja eh nicht. Wer will sowas schon auf öffentlichen Straßenverkehr benutzen? Mhm. Und zwar habe ich mir das Ganze so vorgestellt, also beim PC habe ich noch ein CD-Laufwerk und wer braucht heutzutage noch ein CD-Laufwerk? CDs? Gar nichts, nie, braucht man nicht, CD ist unnötig. Deswegen baue ich das Ganze aus und man kann ja per Knopfdruck fährt sich das aus und es fährt sich auch wieder ein per Knopfdruck. Und das sollen wir benutzen. Da sind zwei verschiedene Motoren drin, wenn nicht sogar mehr. Und diese Technik wollen wir benutzen. Also ich habe alles hier zu Hause. Es geht los. Fokus, jetzt wird gebaut. So, hier ist der gute PC. Und da oben ist es drin. Zack, und auch, man sieht man das schon, das CD-Laufwerk. Und wer braucht das wirklich? Das baue ich jetzt erstmal dick aus. Und wie das geht, zeige ich euch. Bei euch ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ihr habt ein anderes Gehäuse, ihr habt ein anderes CD-Laufwerk. Aber ja, an sich ist es das Gleiche. Fangen wir erstmal damit an, dass wir den PC ausmachen. Zack. Wupp. Und dann PC. Ja, runterfahren. Nicht nur das. Wir gehen auch nach hinten und machen den kleinen Hebel hier auch aus. Zack. Und jetzt der ganze PC vollkommen vom Strom abgeschlossen. Als nächstes machen wir das gute Glas ab. Hier erstmal das hier ab und dann ja ganz locker die Schrauben hier alle locker drehen. Ach, zeige ich das mal schnell. Zack. So. Ja, ganz locker. Das macht jeder 500 am Tag. Zack. Da ist es schon ab. Alter, das ist jetzt aber dunkel. Man sieht ja gar nichts mehr. Besser ist es. Dann muss man bei dem Laufwerk, da kann man schon erkennen, die Sachen rausziehen. Also da ist einmal USB drin und SATA, also Strom und für Datenübertragung, rausziehen. Bei mir steckt es gar nicht mehr drin. Ich hatte da noch was drin, also das ist egal. Rausziehen, was da alles drin steckt. So, dann ist es jetzt wirklich bei jedem Gehäuse unterschiedlich. Bei mir baut man das Ganze so aus, indem ich diese vordere Kappe hier abnehme und das dann nach vorne rausziehe. Das ist bei jedem PC unterschiedlich. So, bei mir geht das ganz simpel. Zack, zack, zack. Und da haben wir dann hier schon alles raus. Hier ist einmal so eine Tür. Ja. Falls man den PC noch mal sauber machen will, bei mir ist da ganz schön viel Staub. Alter Schwede. Guck mal, wie viel Staub sich da gesammelt hat. Das habe ich auch wieder seit ein paar Monaten nicht sauber gemacht. Meine Güte, muss ich mal wieder sauber machen. Ja, wo haben wir stehen geblieben? Hier haben wir das schöne Laufwerk. Und ich muss jetzt hier an der Seite das Hebel einmal reindrücken, glaube ich, und dann rausziehen. Ja, dann geht's schon. Ja, da haben wir das CD-Laufwerk. So einfach war das schon. Ja, ich habe es jetzt hier. Bei mir ist es von LG. Ich baue jetzt wieder alles hier am PC an, weil ich brauche das nie wieder, meine PC. Nie wieder. Ein bisschen Platz mehr geräumt und wir schrauben den ganzen Aal mal auseinander. Dazu nehmen wir uns unsere schönen Schrauben der Schraubendreher Aufsätze und wir schrauben das ganze Teil auseinander. Das ist ganz simpel. Guck mal bitte schön, wie geil das ist. Ich werde nicht gesponsert, ich finde das einfach geil. Zack, und da kann man hier alle benutzen. So geil, wirklich. So. Hier sind keine Schrauben, deswegen drehe ich das um. Oh, hier haben wir ja schöne Schrauben. Keine Ahnung, ob diese Daten wichtig sind. Ist auch egal. Dann nehme ich hier den richtigen Aufsatz. Oh, falsch rum. Oh, so. Dann wird das hier schon aufgeschraubt. Ganz simpel. Zack. Oh, doch noch nicht richtig. Jetzt. So, das machen wir jetzt bei allen Schrauben. 1, 2, 3, 4, 5 Stück habe ich hier. So simpel ist das Ganze schon. Und dann machen wir das mal auf
Oh. So. Die Platte könnt ihr wegwerfen, wie auch nicht. Ja, ihr könnt die Schrauben auch alle aufheben, könnt es nachher auch wieder locker zusammenbauen. Das ist wirklich ganz simple Technik hier drin. So, haben wir das schon mal offen. So, was haben wir hier alles Schönes drin? So, zack. Das funktioniert auch noch. Ja, ich wollte erstmal gesagt haben, ich bin jetzt kein Techniker irgendwas. Ich habe nur ein bisschen in Physik aufgepasst. Also ich glaube, wir haben, hier ist dieser Laser. Dann haben wir hier, also die CD wird hier reingeschoben. Dann das dreht sich, hier ist der Laser, der das scannt. Damit wird der Laser hin und her bewegt mit diesem Motor. Ja, keine Ahnung, hier mit diesem Motor. Mit dem elektrischen Motor wird das CD-Laufwerk, glaube ich, aus- und eingefahren. So, und ganz einfach, wir ziehen das mal alles raus. Zack. Zack. Und das hier kann ich erst rausziehen, wenn ich das hier abgemacht habe. Und zwar, zack, das abziehen. Und eigentlich müsstet ihr dieses Kabel noch von dem Sensor abziehen, aber das habe ich, glaube ich, schon irgendwann mal abgerissen gehabt. Das ist ja eigentlich noch am Sensor dran, auch einfach abziehen. Dann haben wir das Ganze schon. Das sind die Anschlüsse. SATA, ich glaube, das ist USB. Wie gesagt, ich bin absolut kein Profi. Ja, und von diesem Ganzen brauchen wir nur das brauchen wir und das. Den Rest können wir ausbauen, weil wir es einfach nicht benötigen. Wo ist mein Schraubendreher? Hier. Fangen wir einfach mal, ja, keine Ahnung. Erstmal will ich das noch zeigen. Guck mal, wenn man das hier nach da switcht, dann kommt das hier so runter. Man kann das ausfahren. Ja, das ist auch richtig geil. Und wir bauen es auseinander. So, und ich glaube, das haben wir jetzt erstmal abgeschraubt. So, ich glaube, das hier dreht die ganze CD, aber ich habe keine Ahnung. Das hier ist auf jeden Fall magnetisch. Ich glaube, das ist ein Elektromotor. Ja, sieht so aus. Das hier ist magnetisch. Also das bappt hier mal so dran. Und wenn das hier geöffnet wird, dann wird es hier so hochgezogen. Ja, so zur Seite legen, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt geht's weiter. So, hier haben wir den Laser. Der liest die CD. Soweit ich weiß. Ja, brauchen wir auch nicht mehr. Vielleicht kann man es noch verkaufen. Ist es was wert, so ein Laser? Sieht interessant aus. Hm, egal. So, das kommt auch weg. Hier haben wir noch so zwei Federn drin. Könnt ihr auch rausnehmen. Und das auch nachher wieder zusammenzubauen. Einfach alles rückwärts machen. Das ist wirklich super easy. So, die letzten beiden Schrauben. War den anderen Motor, der hier, oh, sehr satisfying, da sitzt dann, oh, egal, da sitzt dann der Laser drauf auf, ach, das ist bei mir, glaube ich, schon abgebrochen, der Laser sitzt dann hier drauf und wird dann nach vorne, nach hinten damit geschoben, ja, das weiß ich auch noch, das sieht es nur noch so aus, mehr brauchen wir auch gar nicht, wir könnten jetzt auch noch einmal, oh, wie geht denn das nochmal, ach ja, wir fangen an, so, müssen das hier reindrücken und das hier auch und dann das nach vorne rausziehen. So, dann macht ihr das hier vorne ab. Könnt ihr das hier nach vorne ziehen, wie auch immer. So, und sorry für meine Finger. Sie sind halt so, wie sie sind. Guckt ihr das mal an. Ich glaube, das ist eine Platine. Aber ich bin, ja. Oh, wie schön das alles aussieht, ne? Deutsche Ingenieurskunst. Nein, aber das ist wirklich sehr interessant. Aber kommen wir mal weiter. Und zwar, das Ganze nehmen wir hier raus. Einfach hochheben, ganz locker. Und das kann dann weg. Also ihr solltet natürlich auch noch ein bisschen was lernen. Das hier ist magnetisch. Das ist schon mal sehr interessant. So, jetzt haben wir hier diesen rohen Aal und können uns einmal die Mechanik angucken. Also, sobald wir das bewegen, was bewegt sich alles? Wir haben hier ein Zahnrad, wir haben hier ein Rad, das mit Gummiband befestigt. Wie wir sehen können, ist das ein elektrischer Motor hier. Sprich, wenn der sich dreht, dreht sich das Gummiband, dann dreht sich das, dann dreht sich das Zahnrad, dann dreht sich das Zahnrad. Also, wenn sich der Motor dreht, fährt sich das nach vorne und nach hinten. Und wenn es hier hinten angekommen ist, dann klappt sich dieses Teil, das kann nochmal hoch und runter gehen. Und zwar ist das jetzt unten und hoch. Also dieses Teil geht erst hoch und runter, bevor man es überhaupt öffnen kann. Also ganz einfach, wir brauchen nur diesen Motor, mehr brauchen wir nicht.
Wenn es hier nochmal öffnen. Also das ist auch ganz simpel, wirklich. Das kann man ganz einfach verstehen. So, und jetzt ist ja die Methode, was wir erreichen möchten. Wir haben das beispielsweise so, ist es ausgefahren. Nimm das Nummernschild und haben es hier drin. Es ist jetzt hier so drin. Oh Mann, so kann man es sehen. So ist das Nummernschild und man drückt diesen Knopf oder irgendeinen anderen Knopf und das fährt sich dann so ein. Das ist die Idee und das kann man auch ganz einfach umsetzen. Dann fangen wir erstmal mit dem schwereren Teil an und zwar, wie machen wir, dass alles funktioniert? Ganz einfach, wir nehmen uns wieder dieses Teil, nehmen dieses Kabel, stecken das Kabel genau hier rein. Oh, ist drin. Jetzt brauchen wir noch Strom und dafür ist hier so ein schönes Kabel. Oh, das passt einmal da rein und ist dann noch auf USB. Und zwar werde ich dann in meinem Moped eine Powerbank benutzen. Man könnte es auch so machen, dass man das an die Batterie anschließt. Aber ja, das ist mir eigentlich scheißegal. Nein, so ist es besser. Ich habe nur eine 6 Volt Batterie und man braucht dafür, glaube ich, 12 Volt. Aber ich bin nicht der Profi, ich mache es einfach ohne Powerbank. Also da steckt man jetzt hier rein. So. Zack, ist drin. Das andere kommt in der Powerbank. So. Fertig. Und jetzt funktioniert schon alles. Powerbank, das, schon alles fertig. Also, wenn ich jetzt, es blinkt schon, diesen Knopf hier drücke, fährt sich das Ganze aus. Diesen Knopf dauert ein bisschen und es fährt sich aus. Das wollen wir. Drücken nochmal drauf. Ah, ich verklickt. Drücken nochmal. Digga, bin ich hängen geblieben? So, ja. Ja, jetzt hat es eingefahren. Wenn wir jetzt das Nummernschild nehmen. So, ausfahren den Aal. Wir nehmen jetzt das Nummernschild. Es ist hier hinten am Moped. Ach, andersrum. So. Das guckt unten aus dem Moped hinten raus. Oh nein, da sind Kripos. Oh nein. Und da weiß ich nicht, irgendwas ist da. Ach, ich will das einfahren. Dann drücke ich diesen Knopf. Zack. Und das Nummernschild wird eingezogen. So wollen wir es haben. Und das setzen wir jetzt auch um. So, jetzt ist uns klar, wie wir an Strom kommen. Und jetzt brauchen wir natürlich noch den Knopf. Also wie man hier erkennen kann. Upp. Das hier ist der Knopf. Wenn man den drückt, dann fährt er sich ein und aus. Man kann schon sehen, das ist da dran gelötet. Jetzt testen wir mal, was wir damit was zusammenlöten, dass der Knopf auch funktioniert. Also, es geht nicht, funktioniert nichts. Oh, okay, da hat es passiert. Also wenn ich den daran halte, fährt es sich ein. Also wir können es kurz schließen. Ganz simpel, wir müssen das da dann ein Kabel dran löten. Oh, ich habe ja fokussiert. Da dann ein Kabel dran löten. Das andere dann an den Stecker und umgekehrt mit dem da hinten. Und dann haben wir das Ganze, glaube ich, schon. Ich habe jetzt ein bisschen rumgeguckt und alles. Und ich glaube, ich bestelle mir den hier. Ich finde erstmal diese rote Kappe geil. Dann fahre ich das richtig geil. Ja, also anscheinend, ich bin wirklich kein Profi, ne? Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von sowas. Das kommt dann da an. Ja, das passt, glaube ich. Das ist. Ich glaube, es ist so ein Schalter, den lege ich um, der switcht automatisch zurück, aber ich habe keine Ahnung. Den habe ich mir bestellt, der kommt morgen an und dann wird das morgen angeschlossen und gucken, ob das alles funktioniert. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also, ich habe jetzt den Schalter bestellt, denn Kabel habe ich hier noch von Konrad, die reichen, hoffe ich mal. Schalter kommt morgen an, dann zeige ich euch mal, wie man das Ganze lötet und wie man das verbindet. Das ist relativ einfach. So, also das ist mein schönes Moped, eine Simson, Baujahr 1983. Und hier mache ich das Ganze dran. Also nochmal, das ist eine Schwalbe. Und Sonderregelung damit ist halt, dass ich 60 km/h fahren kann, obwohl ich nur einen Moped-Führerschein brauche. Also ich kann legal 20 km/h schneller fahren und das ist mega geil. Normalerweise ist das Nummernschild hier unten dran. So. Aber ich würde sagen, ich mache das jetzt, das ganze Teil baue ich jetzt hier drauf auf dem Gepäckträger. Ja, dann mache ich das so mäßig. Das wird sich noch besser gemacht. Dass dann hier hochgezogen wird, hier mache ich dann noch so eine Pappe oder so drauf. Man sieht das dann schon von außen. Aber was richtig geil wäre, ist, ich kann euch mal hier ein Video einblenden, ne? Also, man könnte das bei so einem normalen Roller auch noch einfahren, dass es dann, also dass man es gar nicht sieht, dass man das ganze Teil gar nicht sieht. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwas aufzuschweißen oder so, deswegen mache ich das einfach so. So, also sprich, das sieht dann so aus. Die Kabel werden natürlich alle noch versteckt. Das kommt da hinten rein, dass das alles nicht sieht.
Das wird natürlich auch nicht hier so drauf gelassen, aber so grob, dass es dann so funktioniert. Wenn ich dann einmal den Knopf drücke, wo haben wir den? Hier unten. Zack. Fährt es sich ein. Das Nummernschild fährt sich aus. Okay, das funktioniert schon mal super. Ich nehme dann, glaube ich, einfach hier so ein schwarzes Papier, mache das dann hier so vor als Abdeckung. Das wird natürlich nachher nochmal. Oh, ist das windig. Oh. Auf jeden Fall wird das obere dann abgedeckt. So, willkommen zu einem weiteren Update. Es hat sich viel getan. Ich habe erstmal dieses Teil hier vorne, ach, jetzt kann man sehen, das hier habe ich weggemacht, das brauche ich nicht mehr. Und ich fahre das Ganze jetzt mal aus und zeige euch mal, wie das aussieht. Ja, so sieht das Ganze jetzt schon aus. Und zwar habe ich hier Pappe genommen, das genau abgemessen, wie das da drauf muss. Dann habe ich die hier festgeklebt. Pappe. Und hier ist das CD-Dachwerk, das habe ich auch. Ja, so. Ich habe es mit hier doppelstreifigen auf beiden Seiten Klebeband festgemacht. Ja, eigentlich wollte ich das hier durchbohren. Egal, ich lasse erstmal so. Und so ist es eigentlich schon perfekt. Es hängt so am Moped dran. Und dann sage ich, oh, Kripus. Und dann fährt sich das hier automatisch ein. Whoops. Und es ist weg. Ey, das ist richtig geil. Wirklich. Aber es sind natürlich nicht nur gute Sachen dazugekommen, sondern auch schlechtes. Und zwar, dieses Kabel muckt richtig rum. Das ist kaputt gefühlt. Muss ich vielleicht ersetzen. So unnötig. So, da haben wir es. Man drückt den Knopf. Zack. Nummernschild fällt aus. Sehr geil. Dann fahre ich so, wie es halt ist. Oh nein, da kommt irgendwas. Ja, der Kleber kommt natürlich ab, aber dann wird es eingefahren. Ey, richtig geil, wirklich. Jetzt wird nur noch der Knopf, dass ich den am Lenkrad habe. Und dann ist es fertig. So, guck mal, was angekommen ist. Und zwar der schöne Schalter. So einer roten Kappe. Ich habe das dann am Lenkrad. Zack, mache ich das auf. Und dann zack, umgeschaltend. Und wieder zurück. Also, ein paar Probleme haben wir da auch. Also erstmal, der Schalter an sich ist ziemlich robust, ist auch voll groß, also wenn man das auch vergleicht, der ist schon ziemlich groß. Guck mal, so groß wie das hier, größer. Auf jeden Fall, der ist hier sehr schwergängig, also braucht schon ein bisschen Kraft und wenn man das zumacht, dann klackt er automatisch zurück. Das sind die ersten Eigenschaften. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das machen kann, dass uns sind ja zwei Kontakte. Und das hier ist ja, also man drückt ja hier drauf und das ist ein Knopf. Weil das ist ja ein Schalter. Also sprich, ich mach's so und dann bleibt er an. Dann muss ich gucken, dass ich es jetzt irgendwie verbinden kann, dass das funktioniert. Also wünsche mir Glück. Ich zeige euch mal, wie das geht und ich schaffe das hoffentlich auch. Oh mein Gott, es funktioniert einfach. Hä? Ich habe das hier genommen, das Kabel da am Ende, mit das Kupfer gemacht, mit einer Schere abgepult, da drum gewickelt. Und das habe ich mit Klebeband festgemacht. Und das geht einfach. Hä? Es geht einfach. Was ist das denn? So, wir haben hier den schönen Hebel. Warte mal. So. So. Und jetzt guckt euch das an. Öffne das. Mach hoch, wieder runter. Und es fährt sich aus. Ich mach hoch. Ich drücke wirklich nichts anderes. So, wieder ein. Hä? Es geht? Oh mein Gott. Das Problem ist halt, es ist ein Schalter und kein Knopf. Also sprich, ich muss ihn so kurz nach oben machen und dann wieder nach unten. Das deswegen, anders geht das nicht. Ja. Weil wenn ich den nur oben lasse, dann fährt sich, glaube ich, immer ein und aus. Guck, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Das geht nicht. Also ich muss, muss das wie so ein Knopf bedienen, als würde ich nur einmal drauf drücken. Dann geht das. Also sprich, ich bin am Lenkrad vom Motorrad. Oh Mann, das ist Polizei. Also jetzt nur in dem Film, theoretisch. Dann mache ich, hupp, und dann... Ja, okay, Vorführeffekt. Hä? Ach, das Gummiband ist abgegangen. Hier muss ich auch noch dran löten. So, ich bin gerade dabei, das Kabel zu verlegen. Also von hier oben, wo dann der Stecker ist, der Hebel. Einmal hier runter, dann hier lang, hier hoch. Dann stecke ich dann hier unter der Sitzbank und dann kommt es hier hinten wieder raus. Und ja, das passt so. Also weiß ich schon mal, wie viel Kabel ich brauche und dann kann ich das gleich zusammenlöten. So gefällt mir schon mal richtig gut. Ich habe das jetzt hier zugemacht. Jetzt guckt nur dieses Kabel von da nach da raus. Und hier hinten halt das, was ich brauche. Sprich, das läuft jetzt hier unter lang. Zack, kommt hier wieder raus. Hier kommt es an den Schalter dran. Ey, richtig geil. So, jetzt löte ich das Ganze. Hier habe ich schon alles abgemacht. Die Kabel kommen jetzt daran gelötet. Mal gucken. Das erste Mal löten. Ich hoffe, ich schaffe das. Irgendwie wird das schon gehen. Erste Kabel habe ich jetzt hier dran gelötet. Ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist, ne? Wirklich. Ich habe es einfach
einfach irgendwie gemacht, ey. Ich guck mal, keine. Und da habe ich das zweite auch irgendwie dran gelötet. So, jetzt möchte ich noch diesen Knopf hier, das da unten dran löten. Zeig ich mal einfach, das ist wirklich nicht schwer. Ihr habt das Kabel, ihr macht das hier so weiter auseinander. Guckt dann halt, ja. Hier, das passt ungefähr so vom Abstand. So, das kommt dann hier rangelötet und das daran, das ist egal, was was ist. Als erstes müssen wir dann also diese Ummantelung davon entfernen, dass dieses Kupfer hier vorsticht. So, und dann ist es schon ganz einfach. Dann nimmt er gleich den Lötkolben mit diesem Dings und lötet das hier einfach so dran. Das ist so, ist locker, das schafft glaube ich jeder. Also es ist wirklich zu krank. Guck mal, bisher habe ich ja nur die beiden Kabel, aber sobald die sich hier berühren, oh, zack, warte, fährt sich das ein. Also ich habe es einfach richtig gelötet. Die berühren sich hier, diese Kupferteile, und es fährt sich aus. Ja, ja, es funktioniert geil. So, jetzt kommt das letzte. So, das ist alles beides dran gelötet. Es folgt der erste Test. So. Okay, es geht los. Alter. Oh, ich habe das Kabel gelöst. Oh. So, also jetzt kommt der Versuch. Jetzt alles richtig rangelötet. Richtig schön. Seht ihr ja schon. Und jetzt, zack, zack, zack. Und es funktioniert. Hey, oh mein Gott. Zack, zack. Und es funktioniert. Hä? Wie geil. Ich nehme jetzt ganz normale Kabelbänder. Mache das hier durch das Loch durch. Zack. Und dann bin ich das hier fest. Dann bin ich auch schon fertig. So, ich habe jetzt den Knopf. Das funktioniert. Also wenn ich zack, zack mache, fährt es sich ein. Es funktioniert alles so gut. Oh mein Gott. Geil. Jetzt muss ich die Kabel verlegen. Fertig. So, das guckt jetzt alles hier durch. Die Powerbank kann ich dann hier reinlegen mit dem Kabel. Das ist dann hier drunter versteckt, geht hier rein. Zack, geht in diese Motor-Dings hoch, kommt dann hier wieder raus. Und hier habe ich dann den Schalter, der kommt hier drauf. Fertig habe ich das dann. Jetzt habe ich das hier so mäßig mit einem Kabelbinder festgemacht, weil ich nichts anderes habe. Ja, das muss ich nochmal festziehen und dann habe ich das so dran gemacht. So, dann die Powerbank kann hier an die Seite. Dann müsste das hier zugehen. Yep. Zugeschlossen. Nur das hier guckt raus und hier hinten haben wir nur das ein bisschen. Oh ja, sieht ganz gut aus. Wirklich, ist gut. Ich schließe das hier noch alles zu, dann fertig. So, man fährt dann ja ganz normal, Nummernschild ist draußen. Auf einmal ist man so, hinter mir ist irgendwas. Dann macht man zack, zack. Und das Nummernschild fährt sich automatisch ein. Es funktioniert alles perfekt, wie ich es mir vorgestellt habe. Geil. So sieht das bei mir aus. Das kommt hier rein. Da hätte ich jetzt noch einen 3D-Drucker. Ich könnte mir perfekt was bauen, wo ich das dann draufstecken kann. Jetzt sieht es so aus. Ist schon kacke. Da muss ich auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Das wird safe noch verbessert, dass das hier vernünftig drauf ist. Also vom Weiten erkennen wir es auch nicht so fett. Aber ich fahre jetzt ganz normal. Zack, will auf die normale Straße. Klappe ich das hier hoch. Zack, zack. Und das hinten fährt sich ganz locker aus. So mein Schild. Sehr geil. Also ihr müsst euch das auf jeden Fall noch ohne diesen Sticker vorstellen. Ich habe es nur zur Sicherheit gemacht. Also ohne Sticker sieht das nochmal viel, viel geiler aus. Vertraut mir. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es kommt auf jeden Fall noch mehr. Wie ihr nämlich sehen könnt, habe ich noch mehr Platz am Lenkrad. Da passen noch mehrere Knöpfe hin. Vielleicht irgendwie für Nitro. Dann irgendwie für ein Raketenabwehrsystem. Oder für, weiß nicht, dass die Federung hochgeht oder so. Da habe ich noch genug Platz. Kann ich noch viel machen. Bis dann aber. Ciao. Liked, abonniert, lasst die Glocke da. Wir sehen uns. Tschüss.